Ich konnte einfach nicht widerstehen, als ich dieses Teil hier von One Tile auf Amazon gesehen habe. Es ist nämlich so, dass ich aktuell für meine Kreditkarten, ja, ich habe mehr Kreditkarten, nämlich zwei an der Zahl, eine Tasche gesucht habe. Und da ist mir das hier, ja, über den Weg gelaufen. Das werden wir jetzt ausprobieren und wenn du wissen willst, was es kann und sowieso und überhaupt und was mein erster Eindruck ist, dann würde ich sagen, bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rossmann, schön, dass du dabei bist. Das Teil habe ich mal geholt. Schauen wir es uns ganz einfach an, würde ich sagen. Ich habe jetzt hier Pseudo-Kreditkarten, also ich würde meine echten Kreditkarten nicht da in die Kamera halten, also ist so. Hier der Reißverschluss, schauen wir uns gleich einmal an, der ist so wasserfest. Ich weiß nicht, wie man das nennt, wenn irgendjemand, du vielleicht eine Ahnung hast und mir einen Kommentar schreiben magst, wie man diese Reißverschlüsse nennt, dann wäre ich sehr dankbar und werde mich auch bedanken. Punkt dabei ist, ich kenne das von einigen Jacken, funktioniert sehr gut, ist trotzdem leichtgängig. Wir werden sehen, was es auf Dauer aushält. Hier oben eine Lasche. Ihr könnt mir vorstellen, und genau jetzt habe ich es natürlich nicht dabei, dass man Karabinerhaken einhaken kann. Finde ich super gemacht. Ist auf beiden Seiten der Fall. Und ja, ich sollte eigentlich einmal das Ding da runternehmen. Billige Eigenwerbung. Ich nehme natürlich gleich ein René Rossmann-Messer, den Hauk dazu. Ach, das war jetzt so gemein, dass ich das gemacht habe. Aber so ist er doch rein. Es tut mir leid. Auf jeden Fall, so schaut es da aus ohne. Gut, du hast hier außen mal ein Kreditkartenfach oder ein ID-Fach oder sowas. Da geht die Karte gerade so rein. Also es geht sich aus, aber viel Platz hast du nicht. Dann kannst du hier oben eine Karte einfügen. Da ist schon mehr Platz, schau mal, da ist deutlich mehr Platz. Ja, ich stehe so ein bisschen auf EDC und so. Ne? Und auch da oben kannst du eine Karte einfügen, das geht auch ganz gut. Hier sind keine Glätt oder sonst irgendwas dabei, also so schaut das einfach aus. So, also Karten kriegt man da einige unter. Gut, hinten ist nichts, das ist komplett flach. Okay, es tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Flach ist wirklich ein blöder Ausdruck, es ist einfach glatt. Weil, und da muss ich jetzt darüber greifen, natürlich auch billige Eigenwerbung, das haben wir natürlich bei uns im Shop. Gebe ich da einen Link. So. Da gibt es von Tasmanian Tiger diese Pouches, die man in diese modularen Systeme reinpacken kann. Und das hat dieses One Tigris hier jetzt zum Beispiel nicht. Ist das ein Problem? Nein, aber wenn es dabei gewesen wäre, wäre es dabei gewesen, hätte ich es erzählt. Dann machen wir auf und schauen ins Innere dieses Teils hinein. Und ich meine, es ist unspektakulär. Du hast auf beiden Seiten die Möglichkeit, eine Kreditkarte reinzupacken. Einmal und zweimal. Oh, das geht sich gut aus. Ja, die sitzen jetzt auch halbwegs gut drin. Da gibt es mal überhaupt nichts zum Sudern. Und das kann man auf der anderen Seite auch tun. Auch zweites mache ich jetzt nicht, da vertraust man. Und hier mittig, da könnte man auch noch eine SD-Karte hineingeben oder irgendeine Batterie das hältst du natürlich runter oder Kleinteile. Ich habe immer wieder die Bogenkappen bei Armbrustschütze und so weiter auch immer wieder zu tun. Also das geht sich ganz gut aus, trägt auch nicht auf. Also insgesamt taugt man das von One Tigris. Ich meine, und One Tigris als Kudura. Es ist so, ich habe vor langer, langer Zeit mit One Tigris einmal gesprochen. Die würden mich auch beliefern oder hätten mich damals auch beliefert, aber die wollten immer so Stückzahlen haben, wo der Reini gesagt hat, so viel verkaufe ich Ihnen in 2 Jahren wahrscheinlich, was ihr haben wollt. Wahrscheinlich ist das jetzt anders, ohne angeben zu wollen, aber ich sage es trotzdem. Aber irgendwie denke ich mal, macht das Sinn? Jetzt gibt es die Teile auf Amazon. Und jetzt kann man zu Amazon stehen, wie man will. Und ich weiß, dass es viele Zuseher gibt, vielleicht auch dich, wo sagst, bei Amazon kaufe ich nichts. Okay. Nur auf der anderen Seite, die können das zu einem Preis anbieten, der einfach abartig ist. Und da stehe ich jetzt als Firmenchef oder so, nenne ich mich jetzt mal so, immer vor dem Problem. Auf der einen Seite will ich natürlich der Kundschaft was anbieten. Ich plaudere es aus dem Nähkästchen oder aus der One Tigris Kreditkartentasche. Auf der anderen Seite, wenn ich keinen Preis machen kann, der halbwegs okay ist, dann ist es halt so, dass ich mir dann nachsagen lassen muss, der Reini, der will nur einen Porsche kaufen. Was ich niemals machen werde, ich mag überhaupt keine Porsche. Ich habe einen Amarok und auf Val d'Olapaté brauche ich einen Amarok. Glaubt man das heute, hat so viel Schnee runtergehauen. Unglaublich, aber ich schwöre ab. Der Punkt ist, ich werde es nicht tun. Ich würde es gerne anbieten, aber ich kann es nicht zu einem Preis machen, der
okay ist. Und deswegen muss ich auf Amazon verweisen. Es ist einfach so. Und schau dir das an und ist einfach so. Tut mir leid. Das Teil kommt in meine Sammlung. Taugt mir total. Und es ist auch qualitativ wirklich in Ordnung. Da gibt es überhaupt nichts zum Meckern. Was ist deine Meinung zu One Tigris? Hast du vielleicht diese Kreditkartentasche und kannst mir etwas erzählen? Das wäre super. Ich werde es in den Langzeittest nehmen und dann wieder mal berichten. Und noch was. Und jetzt plaudere ich schon wieder. Es tut mir leid. Nur kurz. Ich denke drüber nach, weil das ist ja ein Survival-Shop-Kanal und so weiter. Und ich habe ja auch schon einen Survival-Messer-Kanal oben bei Mikkelken. Wenn Sie das interessiert und so. Und ich mich irgendwie in der letzten Zeit sehr für so EDC-Ausrüstung interessiere und ich halt mir nicht sicher bin, ob ich dir, euch, die ganze Zeit so EDC-Ausrüstung, die ganze Zeit, aber so öfter, einmal pro Woche, EDC-Ausrüstung zeigen sollte oder nicht. Oder ob ich einen eigenen Kanal dazu machen soll. So, Reini Rossmann über EDC. Bitte, 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 schreib mal einen Kommentar, was du davon hältst. Ich denke so mal drüber nach und dann schauen wir weiter. Das wäre cool. Aber jetzt halte ich es mal. Daumen nach oben oder nach unten. One Tigris, ja, schreibt mir deine Meinung. Und natürlich Irbis und Hawk und Raptor und Stitch und so, ja die reine Rossmann-Messer. Die kriegst du natürlich bei mir, das ist eh ganz klar. Abo dalassen, zu mir in den Shop, ein paar andere Videos. Deine Reini Rossmann und